So, Jin hat in seiner ersten Rakete Platz genommen. Wir sind eigentlich soweit vorbereitet. Wir haben eine relativ gut ausbalancierte Thrust-Weight-Ratio. Die können wir vielleicht noch ein bisschen runternehmen auf 1,50. Das reicht uns zum Starten locker. Das Gefährt ist soweit so geblieben. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, war hier die Startrampe ranzubauen und natürlich das Staging sauber aufzuräumen, dass das losgeht. Und wie gesagt, Jin sitzt jetzt auch als Pilot in seiner Rakete und wird sich jetzt daran versuchen, in Richtung Moon zu fliegen. Das wird nämlich unser erstes Ziel für heute, wo wir ein bisschen Wissenschaftspunkte abfeiern und vor allen Dingen aber Kohle einsammeln. Denn wenn diese Rakete so funktioniert, wie sie soll, dann werden wir mit 170, 180.000 Kerbal Credits Gewinn aus der Sache rausgehen. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen beim Aufstieg, denn vorsichtig formuliert ist diese Rakete jetzt natürlich nicht das Musterbeispiel an Aerodynamik. Aber ich bin mal ganz zuversichtlich, dass Jin als alter Raketenprofi das Ding hier im Zaum halten kann. Und ich hoffentlich auch. Weil ich befürchte, es liegt dann, wenn, mehr an mir als an Jin. So, und jetzt nehmen wir mal ein bisschen Speed raus. Es ist halt einfach nur wichtig, gerade, dass wir Treibstoff schon mal rausbluten. Bisschen, denn die Stufe ohne die Booster war ja bei einer Thrust-Weight-Ratio von 0,9 irgendwas. Und das heißt schlicht und ergreifend, wir müssen ein bisschen Treibstoff loswerden, bevor wir die Solid-Fuel-Booster abspringen. Aber wir sollten natürlich nicht zu viel raushauen, denn je schneller wir jetzt mit unserem nicht ganz aerodynamischen Gefährt in der unteren Atmosphäre werden, umso beschissener wird es sich wahrscheinlich fliegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir werden jetzt kurz vor Booster Sap die Rakete. Oh, sie dreht sich. Sie dreht sich. Sie dreht sich. Aber drehen ist noch okay. Ich gucke mal, ob ich sie mit mehr Schub unter Kontrolle bekomme. Ja, sieht gut aus. Das war schon mal ein bisschen tricky. Das war schon mal ein bisschen tricky. Und ich halte sie jetzt einfach mal auf Prograde oder Jin macht das für mich. So, wir sind in einem positiven Thrust-Weight-Ratio-Bereich, wenn auch nicht viel. Das heißt, wir können jetzt beginnen, so nach und nach Geschwindigkeit aufzubauen. Und guckt mal, wie schön Jin seinen Gravity-Turn selber fliegt. Das ist ja ein Bild für die Götter. So ist das halt, wenn man erfahrene und motivierte Piloten hat. So, und jetzt gucken wir mal. Wir sind bisher erst auf einer Apoapsis von 23 Kilometern. Das ist noch nicht so viel. Und jetzt sollten wir auch mal die Nase oben halten, denn jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen mit der Kiste. Und sie ist in sich nicht ganz stabil. Das liegt halt jetzt daran, dass wir noch in der Atmosphäre sind, mittlerweile ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut haben und einfach durch diese Dreierkonfiguration, die jetzt nicht in irgendeinem Fairing drin steckt, natürlich, um es mal vorsichtig zu sagen, Luftwiderstand entsteht. So, ist aber nicht ganz so wild. Wir kommen langsam höher und wir werden auch immer schneller. So, jetzt müssen wir nur genug Schwung aufbauen, dass das nach so was Ähnlichem wie einem Orbit aussieht. Denn unsere Stufe mit dem Atomtriebwerk ist natürlich ideal, um im Orbit zu agieren und auf dem Weg zum Mann oder nach Minmus. Aber sie ist jetzt natürlich nicht das Musterbeispiel an Leistungskraft, mit dem man jetzt unbedingt einen Orbit fertig fliegen möchte. Aber jetzt sind wir, glaube ich, aus dem Gröbsten raus und können uns so langsam aber sicher dem Orbit tatsächlich zuwenden, weil jetzt sollten wir auch nicht mehr kippen. Die Atmosphäre ist sehr, sehr dünn und wir schaffen es jetzt auch, den Orbit vor uns zu halten und die Apoapsis weiter hochzudrücken und können damit jetzt einfach schon mal Geschwindigkeit aufbauen. Und das ist gut, dass wir das können. Die werden wir nämlich gleich brauchen, damit wir möglichst weit schon mal uns vorbereitet haben, um unser Raketentriebwerk in der nächsten Stufe einzusetzen. So, das Ganze ist hoffentlich eine ziemliche 0815-Mission, obwohl natürlich ein paar experimentelle Sachen mit dabei sind, also die verlängerten Dings. Die Rakete ist relativ hoch jetzt, sollte aber eigentlich funktionieren. Der Start, hat man ja gesehen, war ein bisschen shaky, war aber am Ende des Tages in Ordnung für mich. Und wir können jetzt mal gucken, dass wir ihn hier so weit wie möglich in sauberen Orbit hochbringen. Denn wir werden das wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, mit der Hauptstufe sehr knapp schaffen. Das sollte reichen. So, wir gehen hier mal schon auf 100 Kilometer hoch. Jeden Kilometer, den wir haben, ist ein Kilometer, den wir nicht mehr brennen müssen. So. Und dann können wir einmal unsere Panels ausfahren. Die brauchen wir ab jetzt zumindest ein bisschen.
So. Life Support sieht auch alles gut aus. Wir haben sogar für 4 Tage in den Batterien notfalls Reserven, falls wir mal aus der Sonne rauskommen. Gut, und damit ist unsere Mondlandefähre fast schon im Orbit angekommen. Aber wie gesagt, also die würde ich jetzt nicht empfehlen nachzubauen. Die war, naja, gewöhnungsbedürftig zu fliegen. Also wenn ihr natürlich so einen professionellen Piloten wie Jin habt, dann geht das. Aber wenn ihr das Ding mal irgendwie selber fliegen müsst, ja, jetzt sind wir auch aus der Atmosphäre raus, dann macht das wahrscheinlich nur noch halb so viel Spaß. Gut, und dann brennen wir jetzt einmal unseren Orbit zu Ende. Das sind ja zum Glück nur noch ein paar Meter pro Sekunde, die wir da draufpacken müssen. Und dann geht's auch schon los in Richtung Mond. Zwupp, so. Na, gucken wir mal. Ach, guck mal, das ist ja... Naja gut, da müssen wir wahrscheinlich einmal rum jetzt noch. Denn ich denke mal, wenn wir hier jetzt brennen, das wird nichts mehr. Da ist er schon zu weit raus. Ja, okay. Das heißt, wir machen uns hier hinten ein Manöver fertig. Ja, das sieht doch gut aus vom Treffer. So. Da kommen wir irgendwie von unten ran, ne? Oh ja, warum nicht? Warum auch nicht? Ist ja egal. Stört uns jetzt nicht wirklich. Wir wollen ja in einen Orbit und eine Landung einbremsen. Dann können wir mal irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. So in die Polargebiete oder sowas. Gut, das heißt, wir haben ein Manöver vorbereitet und können uns jetzt eigentlich größtenteils ranwarpen. Ich muss gleich mal gucken, wir werden es ein bisschen eher starten müssen, einfach weil das Atomtriebwerk dann natürlich unsere Leistung doch ein ganzes Stück reduziert, wenn wir damit fliegen. Und wir wahrscheinlich erstmal gucken müssen, ob und wie und warum wir oder wie lange wir dann eigentlich brauchen, um zum Mond rauszubrennen. Ich tippe jetzt mal so auf 3-4 Minuten können es schon dauern. Eher 3, glaube ich. Also ich glaube eher 3. Das Gefährt ist relativ klein, das ist nicht allzu schwer. Wir haben nicht viel unnötigen Schrott mit. So. Gut, das heißt, wir haben jetzt 1:40 Zeit. Wir können uns mal so grob mit ganz wenig Schub auf das Manöver ausrichten. Wir haben hier eh nur noch einen kleinen Furz Treibstoff drin. Der dürfte sich jetzt auch gleich dem Ende zuneigen. So, und dann geht's auch schon los. So, und bevor jetzt alle wieder die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen und schreien, dass ich jetzt gleich sterben werde. Nein, ich habe natürlich daran gedacht, dass ich den jetzt aktivieren muss, um die Hitze abzubauen. Also keine Sorge. So, und wir brauchen 2 Minuten 30. Also mit 3 Minuten gar nicht so schlecht geschätzt mit dem Gesamtburn. Damit liegen wir jetzt natürlich auch sehr gut in der Zeit. Also in der Burn-Zeit meine ich damit. Denn wir müssten relativ entspannt unseren Burn abschließen können, bevor wir irgendwie auf Körben zurückstürzen oder der Kurs zu sehr abweicht. Also ganz exakt wird es natürlich jetzt nicht werden, durch diese kleine Änderung am Schub, den wir plötzlich haben. Aber es wird auf jeden Fall ausreichen. So, und wenn der Plan funktioniert, verbrauchen wir jetzt gerade, ja, und das tun wir auch, unser Liquid Fuel aus den Außentanks erstmal. Und die können wir dann später, wenn wir keine Landestufe mehr brauchen. Also ich werde sie diesmal ein bisschen länger dran behalten. Sonst ist es ja immer so, dass wenn ich auf dem Mond gelandet bin zum Beispiel und wieder starte, werfe ich die Dinger ab. Hier werde ich sie jetzt dran lassen, auch wenn sie dann irgendwann leer sind, weil die Dinger, die Fuselages an sich, wiegen ja nicht so viel. Das hat den folgenden Hintergrund, dass ich einfach nicht riskieren möchte, auf dem Triebwerk zu landen, wenn ich keine Landebeine mehr habe. Und deshalb werden wir das ganz, ganz vorsichtig machen. Ne? Muss ja alles nicht sein. Wir wollen ja Jin auf seiner ersten Reise im Auftrag unserer Körbelraumagentur nicht direkt umbringen. Das ist zumindest nicht mein erklärtes Ziel. So, ja, wie gesagt, es gibt fast 200.000 Credits, Funds, Körbeldollar, wie auch immer man es nennen will, an Gewinn, wenn wir das sauber abschließen. Und es spielt auch noch mal ein bisschen die Zeit runter. Das heißt nämlich, nach dieser Mission, würde ich sagen, ist es Zeit, die Sonde vorzubereiten, um nach Eve zu kommen. Vielleicht ergibt sich mit ein bisschen Glück auch noch die Möglichkeit, einen Vertrag dafür abzustauben. Das wäre natürlich schön.
Und dann werden wir uns noch mit dem Thema Duna Landefähre, Schrägstrich Duna Mini-Kolonie beschäftigen. Also wahrscheinlich werden wir das irgendwie in sich kombinieren müssen, dass es beides gleichzeitig ist. Und kleinere Satelliten vorbereiten. Und dann ist eigentlich schon der Punkt erreicht, wo wir vorwärts spulen werden. Und zwar die Zeit mal ein bisschen vorbereiten, damit wir unsere Duna-Mission fliegen können. Denn das würde ich gerne, hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal angekündigt, vor der 100. Folge schaffen, dass wir bemannt bei Duna ankommen. Das wäre schon so ein bisschen zäh von mir, ne? So, jetzt mal ein bisschen vorsichtig korrigieren hier. Oh, das sieht doch relativ exakt aus. Ist nicht perfekt, aber es ist gut genug. Guck mal, wir kommen auf 68 Kilometer ran. Das sieht schick aus. So, und jetzt können wir gleich schon mal das erste Science-Ding hier machen. Achso, ja, Seismic-Scans gehen im Weltall nicht, ne? Da war was. Können wir nicht. Hätte ich vorm Start machen müssen. Können wir dann machen, wenn wir gelandet sind. Gut, dann heißt das jetzt vorwärts Marsch in Richtung Mond. Den sehen wir zum Glück auch schon. Und können uns jetzt mal beschleunigungstechnisch da ein bisschen hinbewegen. Kriegen ja zum Glück die automatische 50-fach Beschleunigungsbremse rein, sobald wir in die Influence hier vom Moon geraten. Und jetzt heißt es, hier ein neues Manöver einplanen. Ne? Wir müssen nämlich einmal in den Mondorbit einbremsen. Und eigentlich könnten wir gleich eine Landung draus machen. Ne? Das ist aber alles ziemlich finster hier. Vielleicht drehen wir es so ein bisschen rum. So. Dann können wir hier am Übergang der Tag-Nacht-Geschichte unsere Landung einplanen. So, das sieht nach Polar halbwegs aus. Irgendwo da so. Und das sieht aber auch so aus, als ob wir noch im Licht landen würden. Gut, dann 1 Minute 44 Burntime, das heißt, wir können auf jeden Fall in einer Stunde 2 Minuten ist es. Dann können wir hier hinwarpen und uns da auf das Manöver vorbereiten. So, also direkter Anflug mit direkter Landung. Wir vergeuden gar keine Zeit. Jin will arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das ziehen wir jetzt einfach mal durch. So, ich muss jetzt, glaube ich, mal einen Schluck Wasser trinken. Meine Stimme macht gerade hier Spirenzchen. Einen Moment. So, und jetzt mit frisch geölter Kehle an das Landemanöver. Oder an den Burn erstmal, um uns auf Kurs zu bringen. So. Also, fuel-technisch sieht es richtig gut aus. Hitzeentwicklungstechnisch auch alles total entspannt. Der Radiator hier hat kaum was zu tun. Also, coole kleine Rakete. Es ist, wie gesagt, es ist quasi, wenn ihr mal so in den Anfang der Hardcore-Kerbal- oder auch meiner Karrieremodus-Geschichten reinguckt, ist es das kleine Gefährt, was sonst mit einem LV-909 fliegt. Im Prinzip rekonzipiert auf einen Nerf-Antrieb, weil er einfach nochmal unheimlich viel effizienter ist, so knapp das Dreifache effizienter. Und damit können wir jetzt natürlich ziemlich viel Strecke machen, zumindest auf so Himmelskörpern wie dem Mond und dem Minmus, die einfach eine sehr niedrige Gravitation und keine große Atmosphäre oder sowas haben, die uns stört. Da geht das. Auf Duna wäre das wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil Duna hat dann halt doch noch ein bisschen mehr Gravitation. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich mich gerade nicht um Kopf und Kragen rede. Denn der Mond hat immerhin, ja, 0,16 G. Und der Mars, also Duna, hat ein 0,3 G, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir sind so langsam im Bereich der Drehung. Vielleicht bremse ich dann noch ein bisschen vorher, dass wir irgendwo hier so auf dem Plateau runtergehen. Da müssten wir halt noch ein bisschen Tageslicht haben, dass ich sehen kann, was ich da treibe. Aber wir sollten nah genug dran sein, dass das als Pollandung gilt. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, das ist exakt genug erstmal für den Anfang. Müssen wir jetzt keine unnötige Energie rein verschwenden.
So, wir sind auf der Sonnenseite des Lebens und des Mondes und dann würde ich mal sagen, bewegen wir uns mal langsam auf die ganze Geschichte zu. Jetzt beginnt nämlich gleich unser Abstieg. Hier sieht es auch interessant aus, ne? Verrückt, was es nicht alles gibt. So, jetzt mal gucken. Wir sind noch hier. Aha. Da müssen wir noch ein bisschen weiter. So, ich glaube, jetzt ist so ein guter Punkt, um langsam das Bremsen anzufangen. Wir sind... Oh, noch gute... 2 Minuten vom Impact entfernt. Jetzt wäre es natürlich wieder toll gewesen, wenn man Kerbal Engineer mal eingebaut hätte. Aber hey, irgendwas ist ja immer. So. Wir nehmen vor allen Dingen Geschwindigkeit, aber auch ein bisschen Drift nach unten raus. Also ich versuche das gerade so ein bisschen zu kombinieren. Dass wir nicht... schnell nach unten stürzen plötzlich, weil wir Vorwärtsbewegung rausnehmen und dann einfach nur noch senkrecht nach unten fallen wie ein Stein. Und so müsste es sich ungefähr die Waage halten. Also wir sind jetzt auf der gleichen Stelle. Und wenn der Burn dann gut klappt, jetzt überholt mich gleich meine Apoapsis. Jetzt kann ich ein bisschen mich darauf konzentrieren, erstmal da abzubauen. Jo, das sieht nicht schlecht aus. Das sieht gar nicht schlecht aus. So, ich glaube, wir können ein bisschen den Druck rausnehmen aus dem Triebwerk. Wir sind jetzt schon bei 370. Wir haben noch Minute 40. Ja, vielleicht ein bisschen mehr noch. Gut. So, und jetzt gehe ich einen kleinen Ticken wieder über den Dings rüber, damit wir einfach auch Höhe beibehalten. Weil da sieht es echt gut aus. Also das könnte man fast noch ein bisschen höher steigern. Also hier sieht es relativ eben aus. Ich möchte jetzt keine zu große Kraterlandschaft da erwischen. Für meine Landung. So, dann hauen wir schon mal die Landebeine raus, bevor ich es nachher in der ganzen Hektik vergesse. Was peilen wir an? Das müsste wahrscheinlich hier diese Ebene ungefähr sein. Da sieht das relativ glatt aus, von hier oben zumindest. So. Jetzt lassen wir ihn noch ein bisschen schweben erstmal. 1 Minute 25. 214 Meter pro Sekunde. Okay. Also wir machen das mal weiter hier auf der Richtung, dass wir uns noch mal ein bisschen hocharbeiten erstmal. Nicht zu weit, wir wollen nicht anfangen zu steigen, aber wir wollen auf jeden Fall nicht im absolut unebenen Terrain landen. Und das hier sieht schon ein bisschen unangenehm aus unter uns. Na gut, ich würde sagen, wir lassen es jetzt mal drauf ankommen und nehmen langsam aber sicher die Geschwindigkeit raus. Einfach um es nicht zu riskieren, weil Sprit haben wir mehr als genug, aber Delta V haben wir nicht zu viel. Delta V sage ich schon. Thrust-Weight-Ratio haben wir nicht zu viel. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir rechtzeitig ein bisschen den Schwung draußen haben. Damit uns keine bösen Überraschungen ereilen. So. 9 Kilometer sagt er hier und er sagt noch über 3. Noch sind es über 3. Gemächlicher Abstieg unter Triebwerk. Ach guck mal, das könnte aber ganz gut werden hier so seitlich am Krater. Schauen wir mal, wie der Boden da unten so beschaffen ist. So, jetzt... Wir sind immer noch über 3 Kilometer vom Boden entfernt, also die Radar-Altitude sieht gut aus. Und wir werden auf jeden Fall Sonne haben. Das ist gut. Also keine Blindfluglandung. So langsam sind die ersten Details vom Boden erkennbar, aber immer noch über 3. No,
Schöne Krater hier. Und da geht Kerbin unter. Ach, schön. Lange nicht hier gewesen. Lange nicht mehr zum Mond geflogen. Immer nur zum Minmus, also zum anderen Mond quasi. Aber ich glaube, das wird sich nicht für Polarregion qualifizieren. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Okay, wir sind jetzt unter den 3000. Knacken gleich die 1000 Meter. Geschwindigkeit sieht gut aus. Das können wir auf jeden Fall fangen. Jetzt ein bisschen höher noch mit der Geschwindigkeit, um einfach sicherzustellen, dass wir zum Schluss nicht mehr zu viel wegzubrennen haben. Okay, wir nähern uns den 500 Metern zum Boden. Ja, ja, ja. Jin, das sieht gut aus, die Landung. Das sieht wirklich gut aus. Bisher. Jetzt schön ruhig an den Pedalen bleiben und dann sollte das eigentlich funktionieren. Also wir werden gleich noch mal ein bisschen Schub nehmen müssen. Ich glaube, es ist nicht ganz gerade der Boden, also ein bisschen uneben ist er. Aber wenn wir das vorsichtig genug machen, sollte eigentlich nichts passieren. So, wir haben zum Boden noch knappe 200 Meter oder etwas mehr als 200 Meter. Ja. Jetzt keinen großen Drift aufbauen. 100 Meter. Okay, wir reduzieren jetzt nochmal die Geschwindigkeit. Jawohl. 4 Meter pro Sekunde. Komm schön langsam runter. Ja. Das sieht doch sehr gut aus. So, nochmal leicht den Schub erhöhen. Ganz leicht. Und jetzt belassen wir es dabei. Und lassen ihn sinken. Und aus. Und wir haben Etappe 1 erreicht. Das Triebwerk ist sehr knapp über dem Marsboden und wir driften noch so... Marsboden, über dem Mondboden. Und wir driften noch so ein bisschen, aber sind jetzt zum Stillstand gekommen und damit hat Jin seine erste Mission fast erledigt. Und ich würde sagen, auch wenn das jetzt eine Minute länger dauert, das lassen wir uns nicht nehmen, dass wir das noch machen und einkassieren. Aber als erstes loggen wir mal hier die seismischen Daten. Das sind nämlich auch wieder 48 Science-Punkte. Und ich guck mal. Moon's Highlands waren wir zumindest noch nicht. Also können wir das auch mitnehmen. Und dann übernimmt Jin auch schon und wird sich um seinen Auftrag kümmern. Nämlich eine Fahne aufzubauen. Und die ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben, damit sich Jin nicht zu weit wegbewegen muss. Und zwar Plant Flag. Und da sehen wir es auch schon. Der Auftrag ist erledigt und Jin hat die ersten... Ich kann es nicht lesen. 77.200 irgendwas verdient. Jins erste Moonlandung. Aus Trainingsgründen. Und weil wir das Geld brauchen. So. Zack. Gut, ein Surface Sample können wir hier natürlich auch noch mitnehmen, wenn wir schon mal da sind. Und wir machen natürlich auch noch einen EVA-Report. Also wir nehmen alles an Science mit, was wir irgendwie ausbeuten können, damit der Flug sich maximal gelohnt hat. Und bisher, muss ich sagen, bin ich mit Jins Performance auf seinem Jungfernflug ganz zufrieden. Das macht er ordentlich, auch wenn es eigentlich nur ein Ausbildungs- und Geldverdienenflug ist. Bisher läuft das ganz gut. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge oder im Livestream düsen wir dann mal in Richtung Minmus. Und ich glaube, ich habe Jin gerade geklont. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.